Aber nice, das ist trotzdem schön. Klappt mit dem Dorf. Ich guck mal noch, habe ich einen Setzling dabei? Ah ja, habe ich. Da mache ich ja nämlich mal wieder einen Baum hin. Und hier schon mal Kies. Ich würde es vielleicht machen wie bei der anderen Seite, dass ich hier einfach wieder mit Koppel auffülle. Es ist, reicht ja. Ah, jetzt fängt es an zu regnen. Subi. Und wir haben ja jetzt jetzt ist ja die zweite Woche für uns. Berufsschule vorbei, Wirtschaft und Bank, Manages eben. Buchhaltung etc. und alles, was dazugehört. Und da hatten wir auch GK gehabt, also Gemeinschaftskunde. Nicht wieder das, was ihr gedacht habt. Ich weiß, was ihr gedacht habt, denn wir haben das immer auch in der Schule gesagt. Bei uns hieß es dann immer G-Kacken. Ob das dann berücksichtigt wurde, gleich die nächste Frage. Sind ja so viele Dorfbewohner hier. Weil die Schafe machen es auch nicht wieder besser. Naja, und da wurde, oder sind wir dann im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, und da sage ich jetzt einfach mal so, wie es im Unterricht so dann auch rausgekommen ist, quasi, unsere, wenn ich jetzt Liebe sage, klingt das falsch, ich sage einfach mal, unsere Bundesregierung ist ja jetzt gerade auch wieder ein Streitthema mit Maut, möchte ja quasi, so wie es jetzt auch schon bei den LKWs ist, dann per Kamera die Autos überwachen zum Teil, um dann zu sehen, okay, wo sind jetzt die Autofahrer und inwieweit müssen wir die besteuern. So. Das ist aber dann, oder wird ja dann auch, so wie es jetzt auch schon bei LKW-Fahrern gemacht wird, soweit ich das weiß, ein Bewegungsprofil erstellt. Hört sich jetzt harmlos an, das werdet ihr gleich ganz anders sehen. Ein Bewegungsprofil erstellt, was im Prinzip so viel heißt, dass der Staat, also die feinen Damen und Herren, die im Endeffekt keiner von uns gewählt hat, also es sind andere Pilze, die aber trotzdem irgendwie an der Macht gekommen sind, warum auch immer, sagen sich dann, oh ja, wir können jetzt hier die Maut machen und wieso machen wir nicht gleich noch viel mehr Müll? Sie meinen, es ist ja egal. So, ich schreibe, bevor ich jetzt weiter erzähle, mal ganz kurz, muss ich mir mal kurz gucken, Zettel. Da steht noch alles drauf. Ah ja, doch, das kann ich nehmen, okay. Möchte ich mir mal kurz die Koordinaten aufschreiben. X, Y, 65, Z, minus 2, 3, 8, 6. So. Und unsere Bundesregierung, wie gesagt, erstellt dann halt solche Bewegungsprofile. Jetzt bin ich ja... Fahren wir halt mal mit dem Boot. Und ja, ich sag mal so, es hört sich wie gesagt harmlos an, aber im Endeffekt bedeutet das, die Bundesregierung kann... oder weiß im Endeffekt immer dann genau, wann, wie und wohin ihr fahrt. Und weil die Bundesregierung immer weiß, wohin ihr fahrt, kann die sich das ja auch zu nutzen. Oh, möchte die dann damit den Verkehr regulieren? Alter, was ist denn heute mit dem Boot los hier? Also halt den Verkehr regulieren. Und eine Befürchtung, die wir dann so, auf die wir dann so gekommen sind, ist, dass dann der... wie drücke ich es jetzt am besten aus? Dass dann der Autofahrer per se auf der Straße ausweicht. Und eben weil er auf die Straße ausweicht, hat er dann... also auf die Landstraße hat er dann eben, oder haben dann eigentlich die ganzen Bewohner den Nachteil, dass die... Auto oder dass halt die ganzen Dorfstraßen so weit belastet werden, dass ja die ganzen Abgase einmal in der Stadt sind, dann dass die ganzen Häuser natürlich auch
darunter leiden, dass auch die Leute darunter leiden. Das ist ja gleich das Nächste. Es geht ja auch nicht spurlos an Leuten vorbei. Also ganz kurz, hier unten diese Unterwasserblasen. Wäre A, schön, wenn es ihn echt geben würde. Und B, quasi Generierungsfehler, wollte ich einfach mal kurz gezeigt haben. Und, nee, weil ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus möchte, lange Rede, kurzer Sinn, was jetzt mit den Bewegungsprofilen zu tun hat. Die Bundesregierung hat dann noch mehr Daten von uns und es wird dann quasi so sein, später mal weiß die Bundesregierung mehr über uns als wir selbst, weil wir dreimal die gleiche Strecke gefahren sind. Oder, keine Ahnung, weil manche Leute zu ominösen Läden fahren. Ja. Ich meine, und wir haben es ja auch so gemacht, man muss ja, es macht keiner, aber man muss ja erstmal von der Unschuldigkeit der Bundesregierung ausgehen. Lüge. Was? Nee, und ja. Wer glaubt's, wird selig. Das ist gleich das Nächste. Und auf jeden Fall hatten wir uns dann mal so gesagt. Oh, kam dann halt mal das Beispiel zur Sprache. Ah, hier ist schon neu generiert. Guckt an. Wurde dann so gesagt, es soll ein Beispiel geben in Bayern. Unten in der Ecke Österreich war dann mal eine Demonstration. Und zu dieser Demonstration sind dann eben die Leute mit dem Auto gefahren und dort war ja schon das Mautsystem für LKWs. Weil, ich sag mal so, das System. Ich gehe nicht in die Höhle. Das System müsste man ja nur erweitern. Die Kameras sind ja zum Teil schon da für LKWs. Man müsste es einfach nur ein bisschen umbauen, ausbauen. Das wäre ja jetzt so erstmal nicht das Problem. Abgesehen davon, dass unsere Steuergelder sind. Aber das ist ja bekannt. Da sage ich jetzt einfach mal, fuck you too, Regierung. Und es ist ja dann quasi der Fall, dass man da ja, wie gesagt, hinfährt oder zu der Demonstration und man wird ja auch mit aufgezeichnet. Es ist ja nicht so, dass nur die LKWs aufgezeichnet werden, es waren ja jetzt auch schon alle Autos aufgezeichnet. Und momentan, wobei ich das auch schwer glauben kann, bin ich ja ehrlich, ist es dann, ach du Heilige, ist es dann so, dass da die Daten dazu genutzt werden, um einfach irgendwas abzugleichen, um Verbrechensstatistiken abzugleichen, gestohlene Fahrzeuge, bla. Und was dann im Endeffekt dabei rauskommt, wird behalten, irgendwie weiterverwendet und der Rest wird dann gelöscht. So, später wäre es dann eben so, man würde das eben mit behalten wegen Maut. Und nebenbei ganz kurz, ist das nicht ein geiler Krater hier? Das sieht doch richtig cool aus. Das finde ich alles ist cool. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Mir gefällt's. Ja, das sind wir. Oder haben wir dann eben noch so den Gedanken ein bisschen. Oh, warte, ich muss niesen. Ah, nee. Ja, gut. Erstmal hier ganz viele Hunde wieder. Des Weiteren ist es ja dann, wie gesagt, so, man wird da auch die Daten dann behalten später, wenn man dann hier diese Profile da hat. Und da frage ich ja dann doch, wie weit kann dann die Überwachung durch den Staat gehen? Denn angenommen, man fährt jetzt zu dieser Demonstration. Nicht weil man irgendwie, weil man fährt in Richtung der Demonstration, so muss ich das sagen. Nicht weil man jetzt dort mitdemonstrieren will, sondern weil die Großmutter in der Nähe wohnt und nur eine Abfahrt vor der Demonstration, die auf der Autobahn jetzt angenommen mal ist, fährt man ab. So. Die sehen jetzt nur, also die Regierung sieht jetzt nur, okay, ich fahre jetzt in Richtung der Demonstration und das gefällt uns nicht und deswegen schicken wir jetzt mal die Polizei vorbei. Wäre ja rein die Ohr, die Ohr halten eine Demonstration, auf der was passiert und man hat den Verdacht, man wird dort gesehen oder hat dort irgendwelche Scheiße mitgebaut und dann kommt die Polizei und sagt hier, Junges oder Mädchen oder keine Ahnung, so geht das nicht, du warst auf der Demo oder könntest auf der Demonstration dabei gewesen sein und dann beweist oder dann halt wirst du zum Verhör mitgenommen, mal als Beispiel. Und in dem Falle müsste man dann nachweisen,
dass man nicht bei der Demonstration war, wo man aber halt gesehen wurde, dass man mit dem Auto dorthin fährt und wo dann die Polizei den Verdacht hat, okay, er könnte dort dabei gewesen sein, er könnte dort Scheiße gebaut haben, also mitnehmen. Und da muss man dann ja quasi auf gut Deutsch oder Englisch oder wie auch immer die Polizei mit zu der Großmutter nehmen, dass die Großmutter dann sagt, nee, meine Tochter war den ganzen Tag bei mir, sie kann nicht auf dieser Demonstration gewesen sein. Ob sich die Polizei damit zufrieden gibt, ist dann die nächste Frage, aber so wäre das dann. Also jedes Mal, wenn man aus Versehen, ganz aus Versehen in die Richtung einer Demonstration fährt, müsste man dann auf die Polizei warten und denen dann beweisen, okay, ich bin nicht dort gewesen, leckt mich am Arsch, ihr könnt mir nicht, so mal auf gut Deutsch. Natürlich reiner Gedankengang von mir, aber es wäre ja möglich. So, und der nächste Gedankengang ist dann wiederum, wenn man jetzt diese Bewegungsprofile hat, warum Samorg würden die ja dann einfach mal rein NSA-technisch angenommen, ist wie gesagt nur eine Vermutung, keine böswillige Unterstellung, könnte man ja diese Daten rein theoretisch dann noch für ganz viele Scheiße verwenden, Werbezwecke, noch ganz viele sinnlose Statistiken und ach, hast du nicht gesehen. Cool, Generierungsfehler. Gut, egal. Soll mich jetzt nicht stören. Und jetzt mal abgesehen von diesen Werbezwecken, das ist natürlich schön und gut, aber das ist ja trotzdem völliger Scheiß, denn es ist immer noch unser Persönlichkeitsrecht, was überwacht wird. Und gleich als nächstes, um nochmal jetzt auf ein bisschen mehr auf das Beispiel mit der Demonstration einzugehen, wenn die jetzt sagen, es passt uns nicht, dass du bei dieser Demonstration warst und man hat nichts gemacht und es besteht auch nicht der Verdacht, dass irgendwas passiert ist und die Polizei kommt jetzt als Beispiel und sagt das dann, dann ist das ein... Oh! Hi! Caramba! Ist das ein massiver Eingriff in unser Grundrecht? Denn Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit sind Grundrechte jedes Bürgers der BRD. Und in dem Falle sind die dann auch massiv angekratzt. Das gleich mal als nächstes Thema. Was aber sich dann ja genauso weiterzieht in dem ganzen Überwachungsscheiß. Ich sah es jetzt einfach mal so, denn genauso, wie ich es jetzt mal mitbekommen habe, man kann ja jedes Handy quasi weltweit orten. Die Technik kann man sich als Bundesregierung natürlich auch beschaffen. Das könnte man sich auch als Privatperson, wer Geld und Ahnung hat, entweder Ahnung jemanden aufs Kreuz zu legen oder einfach so die Ahnung. Ich gehe ja mal über die Inselkette oder über diese, keine Ahnung. Naja, und da könnte man sich ja dann quasi auch jedes Handy orten, wieder Bewegungsprofil.